Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen gut. Ja, ich stelle vielleicht den Spielton noch ein Stück weit leiser, wobei der eigentlich schon nicht so laut eingestellt sein sollte, denn ich habe ihn ja hier sehr niedrig eingestellt. Oh, ja, Dinge funktionieren. Ah, das funktioniert auch. Oh. Ja, cool. Cool. Leute, ich muss gerade noch mal am Hut rumbasteln. Ja, also erstmal einen schönen Abend euch und hallo Topstar, hallo Gandalf, hallo Samson, hallo Alec, hallo Engel und hallo Tyrawal. Schön, dass ihr schon da seid, obwohl es noch gar nicht 22 Uhr ist. Palim, palim. Oh, danke dir. 6 Monate. Okay. Da tut sich was auf meinem Bildschirm. Danke dir, Tyrawal, für 6 Monate Subscription. Vielen Dank. Wow. 6 Monate sind schon. Ah, so, ja, ich muss noch mal ganz kurz hier an meinem Chat was machen. Denn wie ihr seht, habe ich zweimal den Chat zu sehen bei mir im Bild. Von daher muss ich noch mal ganz kurz auf Stream Elements und schauen, was ich da noch anpassen muss, damit der andere Chat da schön angezeigt wird. Also ich würde gerne den neuen Chat nehmen. Guten Abend, X-Philo. Guten Abend. Weil der ist ein bisschen bunter. Der hat diese Twitch-Darstellung. Da findet man leichter wieder, was geschrieben wurde, glaube ich. Und außerdem entschlackt es noch ein bisschen mein OBS-Studio. Dann kann ich da nämlich den alten Chat rausnehmen. Und der neue, der ist ja direkt in Stream Elements eingebettet. Und dann geht's gleich los. Ah, Overlays. Edit. So, ich verschieb den jetzt erstmal. Das seht ihr wahrscheinlich noch nicht, wenn ich den jetzt verschiebe. Huch. Erstmal das Falsche verschoben. Wie das so ist. Wie man das so macht. Ach so, weil es oben drüber liegt. Ah, okay. Das erklärt einiges. Der neue ist aber kaum lesbar. Na, ich mache mal ein bisschen größer. Mal gucken. Nee, der wird nicht größer. Der wird nicht größer. Nein, dann müssen wir vielleicht... gleich mal gucken. Müssen wir vielleicht gleich mal gucken. Danke für den Hinweis, Alec. Und hallo, Arak. So, ich speichere jetzt. Und jetzt müsste der Chat rüberhüpfen. Und dann nehme ich den Reset-Chat raus. So. So. Okay. Genau, da wollte ich ihn hinhaben. Auf die Seite. Und kann man das jetzt gut lesen? Also besser lesen? Ich kann die Dunkelheit auch noch mal ein bisschen nachstellen. Der Hintergrund müsste noch anders sein. Ich weiß auch nicht, ob man den Chat ein bisschen umstellen kann. Das ist halt direkt in Stream Elements. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was umstellen.
Na klar, ich kann zum Beispiel die Textgröße ganz winzig machen. Okay. Der Kontrast ist mies. Ich glaube, jetzt ist die Textgröße ein bisschen größer. Man kann auch eine Custom Font einstellen. Kann man noch ganz fett drücken machen. Das hilft vielleicht auch, wenn ich es fett mache. Oh. Oder sehr fett. Und ich kann das Hintergrundelement von der. So, guck mal, wie es jetzt aussieht. Ach so, jetzt muss noch jemand was schreiben. Jetzt ist der Chat wieder resettet anscheinend. Hallo? Oder ich habe ihn aus. Nee, da ist er. It's me, Mario. Ah, du hast noch nichts verpasst, Arak. Du hast noch nichts verpasst. Ich habe noch gerade an meinem. Ja, wir passen den Chat an, genau. An meinem Chat rumgespielt. Genau, ich hab mir ein neues Overlay gebastelt, wo man jetzt vom Browser nicht mehr die Leiste oben sieht und auch nicht mehr diese Windows-Leiste unten, sondern wo das alles in dieser Forge of Empires Holzoptik ist und wo ich auch aus den Forge of Empires Assets mir noch so ein Dingens da genommen habe, das ihr jetzt auf der rechten Seite seht, wo jetzt der Chat drin abgebildet ist. Aber es sieht ein bisschen aus, als sei der ein bisschen sehr an den Rand geklatscht, ne? Also ich müsste ihn vielleicht noch mal ein bisschen kleiner ziehen, damit er nicht so sehr am Rand dran hängt. Und sonst, ja, habe ich diese komischen. Danke. Danke fürs Level Up. Ein bisschen mittiger, genau. Das sehe ich auch so. Ich glaube, der kann relativ weit nach rechts gehen, der Chat, aber er ist jetzt sehr nach links. Es kommt dann immer auf die Wortlänge an, wo der Zeilenumbruch ist. Und ja, die Icons von den letzten Abos und Followern und Subscriber und Cheers. Da habe ich diesen blauen Hintergrund rausgenommen, weil der blaue Hintergrund passte dann auch nicht so richtig. Das Einzige, was ich jetzt noch blau habe, ist der Rahmen na, wie heißt es? Von der Kamera. Hier geht's weiter. Also ich habe ja im Startscreen gerade schon oder im ja, doch im Startscreen gerade schon ein bisschen gekämpft. Und da meine Zermürbung ja noch sehr niedrig ist, dachte ich, ich kann heute auch immer so ein bisschen nebenbei wieder so ein bisschen kämpfen. Und ansonsten generell, was ich heute vorhatte, wäre, dass ich euch um, naja, sagen wir mal 10 nach 10. Weil eigentlich ist ja der Stream für 10 Uhr angekündigt, dass ich da mal auf die beiden Neuigkeiten eingehe, die es in den, naja, von Forge of Empires gerade gibt. Die beiden Ankündigungen. Und ich warte noch ein bisschen, damit auch alle, also diejenigen, die jetzt vielleicht um 10 erst kommen, ja. Das dann mitbekommen. Und ja, ansonsten wollte ich Stadtumbau machen. Also mega spannend, oder? Mega spannend. Genau, und hier so kämpfen, ne? Also Sektoren einnehmen. Jetzt in 2 Minuten wieder. Ja.
Wie geht's euch? Mahlzeit, Freakman. Guten Appetit. Was ist das jetzt? Abendessen? Oder ist es jetzt schon der F11 wollte ich nicht drücken? Umbau, ja. Aber nicht auf der Hauptwelt. Das traue ich mich noch nicht. Das traue ich mich noch nicht. Aber ich muss es endlich, ich muss es irgendwann mal machen. Pommes Pirat, hallo. Arak, was meinst du mit F11? Und Gandalf, du hast ja zum ersten Mal geschrieben heute. Habe ich oben gesehen. Freut mich, dass du dich gemeldet hast. Bist du heute zum ersten Mal bei mir dabei? Ach so, Vollbildmodus. Ja, naja, man verlässt ja den Vollbildmodus auch so oft, dass es halt... oder ich verlasse den zumindest immer recht oft. Dass es halt dann nicht so schön ist, wenn es immer so rumspringt. Genau. Und jetzt ist es halt eher nahtloser. So. Mit dem Inhalt. Genau. Dachte ich mir. Ja. Überall die unterschiedliche Musik. Das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man die Musik ständig aus hat. Hier hören wir jetzt die Jupiter-Mond-Kolonie-Musik. Ah, du bist von YouTube auf Twitch umgestiegen. Verstehe. Ja, bei YouTube bin ich ja nicht mehr am Streamen. Da war ich ja ganz am Anfang mal parallel bei beidem. Aber das Problem ist halt, sofern man diese Twitch... Funktionen im Affiliate-Bereich nutzen möchte, wie zum Beispiel Kanalpunkte oder Sounds und sowas und also nette Sachen und die Möglichkeit gecheert zu werden und Abonnements zu bekommen, muss man sich entscheiden. Da kommt der Sound. da muss man sich entscheiden, ob man auf Twitch oder auf YouTube streamt. Und ich lade es dann hinterher auf YouTube hoch, wenn der Stream durch ist. Zumindest bei den Abendschauen. Also jetzt bei den Streams, die ich jetzt zwischendurch gemacht hatte, vor 2 Wochen so ungefähr, also bevor ich krank war. Sollen wir den nicht einnehmen? Doch. Da hatte ich ja zweimal so einen kleinen Stream gemacht, der auch nicht wirklich klein war, weil der eine ging irgendwie 8 Stunden. naja. Waren das 8 Stunden? Oh, jetzt habe ich versehentlich den Vollbildmodus angemacht. Okay. Und ich hoffe, das haut hier hin mit dem Muten. Also ich habe gerade gehustet. Und manchmal muss ich noch husten. Abhusten, hoffe ich. Ich hoffe nur abhusten. Elik redet im Hörfunk. Seid ihr im Discord wieder miteinander? Freakman und spielt Fall Guys. So. Ja, okay, ich wollte den Chat noch ein bisschen weniger an den Rand klatschen. Das kriege ich hin. Oh. Da
Das kriege ich hin, das mache ich mal eben. Das kriegt er ja noch nicht mit. Erst wenn ich auf Speichern drücke. So, jetzt drücke ich Speichern. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder geleert. Ja, komisch. Ist aber unschön, dass der dann geleert wird. Naja, aber jetzt, alles was jetzt reinkommt, wird dann hoffentlich so stehen bleiben. Und dann muss ich das nochmal in den Pause-Screens bearbeiten, weil da habe ich ja noch die zwei Chats. Und ja, dann ist es hoffentlich ein bisschen schicker. Okay. Soweit, so gut. Hallo, Kula Malaka. Einen guten Abend. Ja, Nebenwelten umbauen wollte ich. Nebenwelten umbauen. Achso, jetzt muss ich mir wieder einen neuen Wecker stellen, weil ja hier der Sektor eingenommen ist. Der ist der nächste in 8 Minuten. Machen wir, plane ich ein. So, zack. Und vor allem ging es mir jetzt erstmal um Averhall. Denn auf Averhall war der Alex so nett, mir eine blaue Galaxie zu spendieren. Wobei, da muss ich gleich nochmal drüber nachdenken. Also in dem Sinne spendieren, dass er mir die Güter gegeben hat, die ich brauche, um die blaue Galaxie aufzubauen. Guten Abend, Onata. Auf Averhall bist du auch, Kula Malaka. Wunderbar. Naja, genau. Also ich habe jetzt die Blaupausen zusammen und die Güter, dank Alec, für die blaue Galaxie. Und das Ziel mit der blauen Galaxie ist es ja, auf A die Diamantengebäude zu verdoppeln, sofern sie dann Diamanten enthalten. Das sieht man ja mit Hilfe des FOE-Helfers in der Produktionsübersicht, wenn eins der Gebäude Diamanten produziert. Im Moment habe ich noch viel zu wenig Wunschbrunnen, dass sich das lohnen würde, aber ich habe eh gerade meine Zeusstatue in so einem Status, wo die fast immer fertig ist, und deswegen brauche ich eh noch ein zweites Gebäude, um meine Forschpunkte unterzubringen. Und der Platz hier unten, der passt aber leider nicht ganz für meine blaue Galaxie. Und deswegen müsste ich das einerseits umbauen, und andererseits habe ich, glaube ich, noch einen Wunschbrunnen im Inventar plus Schrumpfkit. Das Schrumpfkit hatte ich noch nicht vor einer Weile. Dann kann ich das ja jetzt hier auch aufbauen. Mit dem Schrumpfkit tatsächlich. Na, hier habe ich ja noch den Platz für einen Wunschbrunnen. Reißt doch die Häuser und Produktionsgebäude ab. Genau, also ich kann einige Häuser abreißen, denn ich habe jetzt mehr Bevölkerung, und ich habe ja auch noch einige neuere Eventgebäude im Inventar. Und könnt ihr mir auch da nochmal Gedanken drüber machen, ob ich vielleicht nicht so eins stellen sollte, statt der Häuser, die ich noch habe. Ich glaube, das Fioredorf, damit komme ich nicht weit, aber ich glaube, die Mühle, die sieht gut aus. Die müsste ich fertig haben. Muss ich gerade mal gucken, wovon habe ich viele Kits? Heißen die dann immer Kids? Gefunden. Suche im falschen Bereich. Heißen wohl nicht Kids. Wo ist es? Doch. Kit. Nur Kit. Okay, Kit. Kit. So, okay. Hier sehen wir es. Druidentempel könnte ich bringen auf 6, auf 5. Ja, das reicht natürlich nicht. Fioredorf komme ich nicht weit.
keltischer Bauernhof. Den könnte ich aufbauen. Der ist sicherlich auch nicht schlecht. Der hat auch viele Einwohner. Und ich könnte aufbauen... Nein, Schmetterlingsgärten will ich eigentlich nicht aufbauen. Die Mühle. Aber wo ist denn die Mühle? Großkönig. Hier. Die Mühle könnte ich aufbauen. Funktioniert das mit dem Stern? Nicht wirklich. Als Platzhalter. Leider nicht. Wäre natürlich cool, wenn es funktionieren würde. Ja. Hast du recht, Pommes Pirat. Da rede ich auch gleich nochmal drüber. Und... da schauen wir gleich mal drauf. Okay. Also so in 7 Minuten. Wenn die 10 Uhr Zuschauer alle eingetingelt sind. Also vielleicht kommt ja auch keiner mehr, kann ja sein, aber... Genau, da wäre jetzt die Frage, was ich hier abreiße. Also man sieht ja schon, ich habe einige... Wohngebäude, die brauche ich tatsächlich nicht alle. Und mit den Eventgebäuden komme ich hier schon deutlich weiter. Ich würde ungern alle Ziegenzuchten abreißen. Ich könnte aber eigentlich einige Ziegenzuchten gegen Metzgereien ersetzen, weil die natürlich deutlich kleiner sind als die Ziegenzuchten. Und damit könnte ich mir auch ein bisschen Platz sparen, wenn ich Produktion meines Zeitalters machen muss. Andererseits, in den meisten Fällen gibt es auch die Option, dass ich auch aus den vorherigen Zeitaltern produzieren darf. Und dann reichen auch die Schmieden noch. Für Events sind die nur da. Also ich kann das auch vielleicht so gestalten... dass ich die nur während der Events aufbaue. Aber ja. Dann muss man sich immer bei den Events Gedanken machen, wie man die Stadt umbaut. Das finde ich ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Die Berufsspieler müssten sich ein neues Hobby suchen. Tja, keine Ahnung. Also bei uns gab es jetzt noch nicht so viel Klagen. In der Runde der GVG-Spieler haben wir vorhin schon drüber geredet. Über das, was da kommen soll. Ja. In der GG kommen soll. Aber die GVG-Spieler sind da vielleicht auch nicht ganz so angepisst wie... vielleicht manche GG-Spieler es sein werden, wenn es tatsächlich so kommen sollte. Aber das ist ja unklar. Kulturelle Gebäude habe ich auch noch. Ja, stimmt, ich habe noch ein öffentliches Bar zu stehen. Das kann dann auch weg, da hast du recht, cooler Malaka. So, jetzt klingelt der Wecker und... wenn ich den Kampf durch habe, oder... Dann schauen wir mal auf den Beta-Server. Also auf die Ankündigung für den Beta-Server. Oder wir schauen erstmal nach dem unspektakuläreren. Zweiten Thema. Was sogar auf Deutsch angekündigt wurde, weil es ja bereits released wurde. Und da hätte ich dann auch gleich noch eine Frage an euch. Bin
bin erst bei 17 Zermürbung. Da geht noch einiges. Aber ich hänge in dieser Saison nicht ganz so stark hinterher. Aber trotzdem bin ich schon wieder, einige Ränge abgestiegen. Das könnt ihr jeden Stream bei mir beobachten, wie ich weiter im Rang abfalle. Weil ich nicht ausreichend Gildengefechte spiele. Aber wer weiß, die neue Änderung, vielleicht ändert die das ja auch. Ich achte zumindest nicht so stark auf meine Zermürbung, weil ich eher ein Problem habe, meine Zermürbung wegzuspielen, weil ich nicht mehr so ständig da bin, wenn hier irgendwo ein Sektor aufgeht. Okay, wo geht's weiter? Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen helfen. Also ich. Sieht so aus, als sollten wir den mal eben einnehmen, bevor die Piraten den noch einnehmen. Kann ja auch noch eine Verhandlung machen. Nicht wirklich. Nur Sechser. Nur eine Sechser-Verhandlung. Die ist natürlich schwerer und mein Gott, dann zermürbe ich mich hier halt ein bisschen. Sonst wird's ja nix mit dem Zermürben. Aber das ändert sich ja dann. Eventuell. Vielleicht bald. So, jetzt haben sie es verschlafen, dass sie den Sektor einnehmen. Warum machen die das auch auf den Randsektoren, dass sie die Sektoren nicht einnehmen? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Vielleicht kennt ihr den Gedanken dahinter, dass die Sektoren offen lassen auf kurz vor Schluss und sich dann den Sektor wegschnappen lassen. Okay. Inno zerstört damit den einzigen Modus, das Spiel noch am Leben hält. Das sehe ich nicht so, cooler Malaka. Also ich finde andere Spielmodi viel interessanter. Also für mich ist die GG eine Zeit lang spannend gewesen, wo ich selbst noch GG-Leitung gemacht habe und mir selbst überlegt habe, welche Sektoren wir wann angreifen und wo wir noch damit gerungen haben, dass wir Leuten beibringen, dass sie aufhören, Sektoren einzunehmen, wenn es strategisch nicht so klug ist. Also, oder den Angriff stoppen. Oder sich nicht auf allen Sektoren verausgaben, sondern nur auf denen, die auch in einer Planung stehen. Ja, also solche Sachen. Aber nachdem ich im Prinzip diesen sehr, sehr zeitaufwendigen Job übergeben habe an andere Gildenkollegen, sind die Gildengefechte für mich stückweise immer öder geworden und jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, die wirklich zu spielen und spiele die nur noch, weil, ja, damit ich nicht ganz so stark im Rang abrutsche und insbesondere dann spiele ich sie auch gerne, wenn es irgendwie Rennen gibt, also wenn tatsächlich wir ernstzunehmende andere Gilden auf der Karte haben, mit denen wir uns um bestimmte Sektoren ja. Wie soll ich den Satz beenden? Wo wir versuchen, den Sektor einzunehmen vor der anderen Gilde. Genau, also das macht schon noch Spaß, aber in den allermeisten Fällen tauscht man halt mit der zweitstärksten Gilde auf der Karte irgendwie die Sektoren hin und her und die Gilden an den Rändern versuchen nicht mal, sich mal zu sammeln und in einem geballten Team anzugreifen, obwohl sie manchmal durchaus die Möglichkeit hätten und das auch manchmal schaffen würden, wenn sie es dann machen würden, aber sie versuchen es halt nicht mal.
Also ich kann verstehen, das ist sicherlich auch frustrierend, wenn man da immer am Rand rumhängt. Und deswegen hat man da vielleicht auch keine Lust, das zu versuchen. Aber es ist durchaus möglich. Und hier, ich glaube hier die Hansefighters, die sind öfter mal in dieser Runde so drauf, dass sie doch einige Sektoren in Richtung Mitte holen. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Ist jetzt hier ein bisschen Zeit? Ist jetzt hier ein bisschen Zeit? Nicht wirklich. Eigentlich geht es in 2 Minuten weiter, aber egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal News. Okay, jetzt muss ich nochmal nachlesen. So. Die großen Kampfstarken-Gilden werden ein kleines bisschen drunter leiden. Die mittelgroßen Kampfgilden werden viel mehr Probleme bekommen. Topstar, das sehe ich auch so. Also die großen kampfstarken Gilden haben halt auch inzwischen sehr hoch gebuffte Spieler mit sehr großen, hohen Kampfkraftwerten. Und die können halt auch ziemlich weit mit ihrer Zermürbung kämpfen. Also von daher, das wird jetzt keine so große Bremse sein, nehme ich an. Also klar, du kannst nicht mehr for free kämpfen. Das ist richtig. Uwe, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Also einen guten Abend, willkommen. Nicht, dass ich dich verabschieden möchte. Einen guten Abend dir. Alle Moppeln-Button für alle, das ist richtig. So. Kula Manaka schreibt auch. Es nützt niemanden. Ich könnte ja verstehen, wenn es den Kleinen oder so helfen würde, aber Inno hat einfach die Vielspieler bestrafen wollen, sozusagen, will einfach die Vielspieler bestrafen fürs Vielspielen. Das ist derartig bekloppt, kannst du dir nicht ausdenken. Okay. Was? GG ist öde? Ich hätte nichts dagegen, wenn sie das komplett abschaffen würden. Richtig, ich auch nicht, Samson. GVG, jeden Tag 5 Minuten durchklicken, fertig. Nee, so funktioniert GVG auch wiederum nicht. Da können wir gerne auch nochmal näher drauf eingehen, Kula Malaka. Aber, also klar, man kann 5 Minuten spielen und dann ist vorbei. Aber man kann auch mehr machen. Und die Möglichkeiten sind so vielfältig. Also, Leute, die kein GG spielen, sind die, die davon profitieren. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die davon profitieren. Was bringt es den Nichtspielern, wenn die GG-Spieler ausgebremst werden? Okay, das bringt den Nichtspielern zumindest das, dass sie im Rang nicht so schnell fallen. Also wer nicht GG spielt, der fällt im Rang. Und ich spiele zu wenig GG, um meine Position im Rang zu halten. Also wenn es jetzt nur um die Rangliste geht, dann wird es sicherlich ein gewisser Bremser sein für die sehr viel GG-Spieler, wenn das so kommt. Aber worum geht's denn hier überhaupt? Ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Habt ihr es alle schon gelesen? Habt ihr es denn alle schon gelesen? Die Rangliste überarbeiten wäre schlauer gewesen? Vielleicht. Ich meine, wir hatten ja hier bei mir im Stream oder auch bei den anderen Streamern, also sicher auch bei Josie und Pi. Schon einige Diskussionen darüber, oder auch im FOE Olymp, schon einige Diskussionen darüber, was man anders machen könnte in der GG. Aber es gibt jetzt andere Änderungen. Genau. Okay. Ich habe es in alle Discords gepostet. Nein, nicht in alle. Im FOE Olymp habe ich es gepostet, ne? Weil da nachgefragt wurde. Von Jenny. Genau, okay. Also ich öffne den. Das, den, ach, den Artikel, merk mal. Genau, den Artikel. Also.
Auf Englisch, da es ja eine Änderung ist, die in den auf dem Beta-Server getestet wird, kündigt der Juba hier an, wie die Änderung aussehen wird. Und zwar folgendermaßen. Es wird jetzt so eine Art, ich glaube, das nennt man Progression, geben, dass der Prozent oder der Prozentsatz schrumpft mit jedem Belagerungslager, was man an einen Sektor angegrenzt hat. Das erste Belagerungslager kostet weiterhin oder bringt weiterhin 24%. Das zweite bringt dann aber nicht mehr 48, sondern nur noch 42. Das dritte bringt dann nicht mehr 72, sondern nur noch 56. Und das vierte bringt maximal 66,6. Und dann ist der Deckel erreicht und es gibt keine weitere Zermürbungsreduktion mehr auf den Sektoren. Das heißt, jeder Sektor, den ihr angreift, ab Donnerstag nach GG-Start auf dem Beta-Server, falls ihr Beta-Server spielt, wird maximal eine Zermürbungsreduktion von 66,6% erhalten können. Und ein Belagerungslager bringt halt mehr Prozente als das zweite. Also hier gibt es halt nur noch einen Buff von 16% statt von 24%. Und hier gibt es nur noch einen, ach Quatsch, von 18% und hier noch nur noch einen von 16%. Von 14%. Ein Buff von 18%, hier noch einer von 14%. Und hier ist er dann noch geringer halt. Also dann in dem Fall jetzt nur noch 10,6. Danke, Topster. Ich hab den Fehler selbst errechnet. Genau, also jedes weitere Belagerungslager lohnt sich weniger. Das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergedanke, dass man sagt, okay, die Gilden, die jetzt nur am Rand spielen oder spielen können, weil sie von den stärkeren Gilden nicht in die Mitte gelassen werden, die haben dann zumindest mit ihrem einen Lager, was sie vielleicht haben am Rand, 24% Zermürbungsreduktion und kommen damit weiter, in Anführungsstrichen, weiter, weil ihr eines Belagerungslager mächtiger ist, als wenn man zwei hat oder drei. Genau. Weiß ich nicht, ob das der Hintergedanke ist. Kann sein. Naja, auf jeden Fall wird es dafür sorgen, dass man nicht mehr den ganzen Tag durchspielen kann und am Abend seine Zermürbung irgendwo auf den Randsektoren verbraucht, sondern man muss sich schon überlegen, lässt man gewisse Sektoren einfach sein und investiert da halt keine Kämpfe, weil man sonst zu zermürbt ist. Ja. Ja, das Ganze erscheint jetzt auf der Beta, wie gesagt, am Donnerstag und da wird es dann halt getestet werden. Und ja, dann wird man sehen, wie die Reaktion ist von den Leuten, die das spielen. Also hier unten sieht man ja noch nix. Ich glaube, hier kann man, glaube ich, auch nicht drauf reagieren an der Stelle. Nee, da muss man dann in den Diskussionsbereich, glaube ich. Mal schauen, hier ist schon Discussion. Ubers GBG Suggestions. Ist es das? Nee, das kann eigentlich nicht das sein, weil das ist ja von gestern und gestern war nicht Saturday. Aber es kann sein. Tja, anscheinend gibt es da keine Diskussion zu im Moment. Oder ist es bei Feedback? Beta-Feedback? Ja, hier ist es. Samson hat geschrieben. Samson, was hast du denn geschrieben? Jetzt habe ich gehustet. Und zwar
ohne mich zu muten. GBG is absolutely boring. hattest du das nicht hier auch vorhin schon geschrieben? Was? GG ist öde? Ich hätte nichts dagegen, wenn sie es komplett abschaffen würden. Ja. Okay. Naja, okay, es gibt auf jeden Fall eine rege Diskussion. Ich möchte das jetzt nicht, nicht lesen und übersetzen, weil dann würde es zu lange dauern. Würde das zu lange dauern, bis ich es mir selbst und euch übersetzt habe. Du kannst es gerne nochmal schreiben, wenn du magst. Aber ja. Auf jeden Fall wird es jetzt anlaufen und es wird sicherlich diskutiert werden. Muss mal kurz hören. Es rauscht im Zimmer meiner Tochter. Okay. Genau, da wird es sicherlich diskutiert werden und dann wird sich Inno darüber Gedanken machen, ob sie das so umsetzen oder nicht. Das ist ja so eine Änderung, da ist es gut möglich, dass sie dann am Ende doch wieder einen Rückzieher machen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was mir noch aufgefallen ist, man kann als GG-Leitung jetzt sich darüber Gedanken machen, wie man, also wie viele Lager man stellt, ne? Also es bringt auf jeden Fall nichts, wenn man 5 Slots angrenzend hat, 5 Lager zu stellen, weil man würde halt mit 2 Wachtürmen plus 3 Lagern auch die Maximalgrenze erreichen. Und man hätte auch mit 2 Wachtürmen, mit 3 Lagern und einem Wachturm schon 64% erreicht vom Maximum. Also vielleicht würde das sogar reichen, wenn man umsteigt und sagt, okay, man stellt halt nur noch 3 Lager, um Sektoren zu erobern und einen Wachturm. Und dann spart man sich ein wenig Kosten für die Gildengefechter. Aber es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil man dann halt da entsprechend drüber nachdenken muss. Hallo Tyrawal. Nein, hallo Lion. Tyrawal, du hast doch schon ein Abo gespendet hier. Das ist Quatsch. Hallo Lion. Guten Abend, Lion. Jetzt sind es schon 20 Zuschauer. Hui. Willkommen, ihr 20. Genau. Was denkt ihr dazu? Habt ihr da ein Problem mit? Also ich persönlich, mir ist es egal. Mir ist es egal. Ich zermürbe mich nicht ausreichend, im Moment nicht ausreichend, um jeden Abend zermürbt zu sein. Manchmal bin ich auch bei Null, wenn ich einfach an dem Tag keine Zeit hatte oder vielleicht auch keine Lust hatte. Ich stelle mir meinen Wecker, in 8 Minuten kann ich dann hier nochmal rumkämpfen. Man wird bestraft, weil man Gildengebäude gebaut hat, die jetzt überflüssig sind, weil man die Güter nicht mehr braucht. Ja, Kula Malaka, weiß ich nicht. Man kann natürlich immer viele Gildengebäude brauchen oder viele Gildengüter auch brauchen. Und die Gildengefechte sind ja auch so gestrickt, dass man manchmal extrem viele Güterkosten von einem ganz bestimmten Gut hat. Und dann hilft es natürlich, wenn man davon eine große Menge in der Kasse hat. Und diese Menge lässt sich halt besser aufbauen, wenn der Überschuss größer ist. Ne? Und ja, von daher okay. Ansonsten ist halt die Frage, ob die Preise so bleiben. Ne? Es kann natürlich sein, dass sie auch die Preise anpassen.
Könnte einerseits sein, dass sie die Preise fürs zweite Lager senken. Wobei kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das Lager gilt ja nicht nur für einen Sektor, sondern auch für alle anderen angrenzenden Sektoren. Und da ist es vielleicht das erste Lager. Also da wird es, denke ich, keine Preisänderung geben. Höchstens, dass sie den Gesamtpreis verringern oder auch erhöhen. Keine Ahnung. Natürlich kann ich deine Freundschaftsanfrage mal eben annehmen. Müsste ich nur eben auf W gehen. Ein Pommespirat würde höher deckeln. Okay. Ja, keine Ahnung. Also, was ist jetzt dein Argument, dass du höher deckeln würdest, also das Limit ein bisschen höher setzen würdest als 66,6%? Ich meine, dann kommt man weiter durch den Tag. Vielleicht ist das das Argument. Man kann länger kämpfen. Ja, das ist so ein bisschen, das ist richtig. Das ist halt so ein bisschen die Frage, warum bringen sie immer mehr Gütergebäude ins Spiel? Auch auf den Eventgebäuden sind ja jetzt auch immer mehr Gildengüter drauf. Und dann hat man den KI-Kern, der als neues Gebäude Gildengüter produziert und zwar sogar die meisten von allen bisher. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob man den tatsächlich dann noch braucht, richtig. Ja, 66,6% ist nicht viel. Das stimmt. Also man würde dann halt so ungefähr bei jedem dritten Kampf Zermürbung hinzugewinnen. Also, na, nur ungefähr, weil es Periode sein müsste. Aber, und außerdem sind es Wahrscheinlichkeiten, ne? Man kann sich ja auch nicht drauf verlassen auf Wahrscheinlichkeiten. Wie ihr wisst. Okay, also Kula Malaka mag die Änderung gar nicht, wie ich rauslesen kann. Pommes Pirat findet es okay. Und Samson gefällt die Gigi an sich nicht. Dia minus 1 Zermürbung. Ich glaube, Pi ist nicht da, Arak. Also zumindest habe ich ihn noch nicht gelesen. Oder Pi ist nur am Lurken. Aber Pi sollte es ja auch relativ egal sein, oder? Also Pi ist ja auch nicht so der GG-Spieler. Er ist eher der Sniperer. Okay, und die zweite Ankündigung ist die hier. Und zwar Mobile Video Ads. Einige hatten es ja jetzt schon, dass sie auf ihren Mobiltelefonen, wenn sie dort Forge of Empires geöffnet haben, Werbung schauen mussten, um bestimmte Aktionen zu bekommen. Und es scheint sich jetzt das insofern geändert zu haben, dass es die Gruppe, die die Features gar nicht hat, nicht mehr gibt. Also es gibt jetzt noch die Gruppe, die entweder die diese neuen Features gratis bekommt und die Gruppe, die Videos schauen muss, um die neuen Features zu bekommen. Aber jeder hat jetzt diesen neuen Tavernenboost und jeder müsste jetzt auch die Möglichkeiten haben, alle zu motivieren mit einem Klick und gegebenenfalls zusätzlich noch einmal Video gucken. Genau. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie man das so findet oder ihr das so findet. Ich bin froh, dass ich am Computer spiele und das bisher nur mobile ist, wie ihr ja hier sehen könnt.
Und die ganzen Features sind am Computer auch ohne Videos erhältlich. Und am Computer müsste jetzt auch also jeder diese Funktion haben, und zwar ohne Videos. Genau, also wenn ihr am Computer Forge of Empires spielt, dann solltet ihr jetzt alle diese Funktionen haben, aber keine Videos schauen müssen. Das macht es natürlich attraktiver, am Computer zu spielen. Finde ich. Ansonsten hatte ich selbst am Handy mal geguckt, ob ich die Videos habe oder nicht, und ich bin davon verschont. Also ich habe mir die aktuellste Version geladen und muss mir keine Videos anschauen, um alle Moppeln zu drücken. Das funktioniert auch ohne. Ist halt noch die Frage, wie lange sie das jetzt wieder durchziehen. Und was die Diskussion dazu sagt und ob das, ja, ob sich das am Ende halten wird oder nicht. Also ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich Fan davon, dass man sich mit Videos irgendwie zusätzliche Features freischalten kann. Finde es jetzt aber auch nicht so richtig schlimm. Okay. Eine Sekunde. Also eigentlich jeweils Änderungen, die nicht so geil sind, ne? Also es sind auf jeden Fall keine begeisternden Änderungen, die sich da nur halt einfallen lassen. Also klar, der allen helfen Button ist auf jeden Fall richtig cool. Aber wenn man dafür ein Video schauen muss, vielleicht auch nicht. So, dann schauen wir mal, was ihr noch geschrieben habt. Wie viel Cash braucht man dafür? Ah, da ist ja der Pi. Hallo Pi. Schön, dass du auch drauf eingehst. Ich werde eben noch einen Sektor erobern. Beziehungsweise daran mitwirken, diesen Sektor zu erobern. Aber ich glaube, wir haben hier wieder so eine mega hohe Zermürbungsreduktion. Und da die neuen Änderungen für die Beta noch nicht auf dem Live-Server in Kraft sind, ändert sich da auch überhaupt gar nichts. Ach so, und in unserer GVG-Runde hatten wir darüber gesprochen, dass diese Änderung für Schachbrettspieler sicherlich bitterer ist als für die Spieler, die Kreisel spielen, so wie wir. Weil man ja sich mit dem Schachbrett im Prinzip darauf verlassen konnte, dass man nahezu immer 100% Zermürbungsreduktion hat. Mal abgesehen von der Eroberung ganz am Anfang. Danach hatte man ja überall 100%. Okay. So, schauen wir mal. Cash ins Spiel gehauen, um keine Werbung zu bekommen. Also, Kula Malaka, du hast anscheinend Werbung auf deinem Handy, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich finde halt auch komisch, dass es jetzt zum Beispiel nicht gekoppelt ist an diese Forge Plus-Funktion zum Beispiel. Also, dass man hier, wenn man sich dieses Paket holt, was ja eh total überteuert ist, dass man dann zumindest keine Werbung mehr schauen muss oder so, ja? Also, das könnte man ja auch noch damit reinbringen. Dass man dann auf dem Handy all diese Features gratis kriegt. Ja.
Okay, Onata, wie viele Pflichtkämpfe habt ihr denn bei euch in der Gilde? Meinst du denn, du schaffst es nicht mehr mit 66%? Also ich finde es bei uns zumindest nicht besonders schwierig. Ich glaube, ich muss 425 Kämpfe machen in einer Saison. Und das ist jetzt... Naja, es ist halt schon... Also heute habe ich jetzt über 1000, deutlich über 1000. Aber naja, es gibt auch Wochen, wo ich dann weniger habe. Also ich habe hier mal so einen größeren Rutsch mitgemacht in dieser Woche oder letzter Woche, glaube ich sogar, nicht diese Woche. Und da habe ich, glaube ich, alleine in dem Moment so 500 Kämpfe gemacht. Ja. Genau, das war aber auch sehr ermüdend. Naja. Okay, am Ligensystem ändert sich nichts, das stimmt. Die Kleinstgilden werden immer noch in der Diamantliga landen, wenn sie nicht aufpassen und entsprechend Maßnahmen treffen, um nicht da hochzukommen. Ja, das. Ja, da gab es ja von uns auch Diskussionen darüber, dass man sich lieber daran machen sollte und da Änderungen durchführen sollte. Aber ja, Inno hat sich halt was anderes einfallen lassen. Und hallo Diamantrix. Willkommen. Du musst offensichtlich auch Werbung schauen am Handy, wenn ich das richtig interpretiere, deinen Text. Oder... Ach so, du meinst im Stream wahrscheinlich. Weil du gerade reingekommen bist. Das kann auch sein. Stimmt, das kann auch sein. Ja. So. So, Samson sagt, die Änderung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das. Und Cap muss nicht sein. Die Rechnung sollte eher nie 100% erreichen. Okay. Weiß ich nicht. Das ändert ja dann auch nichts, ne? Also, wir bauen fast nie fünf Lager. Sondern eigentlich immer nur vier. Es sei denn, es wird versehentlich ein fünftes gebaut oder das fünfte ist nötig für einen anderen Sektor wieder. Ansonsten 96% oder 100%. Also, genau. Das ist uns eigentlich relativ egal. Und wenn du in 4 von 100 Kämpfen einen Zermürbungspunkt bekommst, dann ist es halt auch nicht so wild. So, Gandalf hat offenbar auch die Werbung auf dem Handy. Und Tyrawal ist froh, dass er die Werbung nicht auf dem Handy hat, weil er ja kein Handy spielt, sondern am PC. Topstar sagt, das Videosymbol in den Ereignissen verschandelt die Stadt. Ja, ich persönlich finde es auch unangenehm, dort Sprechblasen zu haben. Wenn ich das jetzt nicht schauen wollen will, ne? Schauen wollen will? Schauen will. Andererseits ist es ja begrenzt. Man bekommt fünf dieser Ereignisse. Die kann man. Da kann man sich fünf Videos angucken. Dann ist es erledigt. Dann hat man das Videosymbol nicht mehr. Dann bekommt man eine neue Quest. Da guckt man sich das Video an und dann ist die Quest für den Tag auch erledigt. Das Ding hier erscheint alle 4 Stunden, oder? Glaube ich. Aber das finde ich am wenigsten nervig, ehrlich gesagt, auf der Taverne, weil da eh schon so Dinge rumhängen.
Genau, deswegen würde es mich da weniger stören, denke ich. Aber in den Ereignissen stört es mich schon auch, wenn da so Videosymbole dran sind. Ich glaube, da würde ich lieber am Handy, wenn ich dann mal am Handy spiele, diese 5 Truhen freigucken, um dann die Symbole wegzuhaben. Okay. Vielleicht könnte ich mich auch für die WGVG begeistern, wenn du mal ein kompaktes Erklärvideo machen würdest mit den taktischen Aspekten. Ja, Pommes Pirat, da hatten wir ja schon drüber geredet, aber ich habe jetzt schon länger kein GVG-Video mehr gemacht. Ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, mal wieder ein GVG-Video zu machen. Allerdings eher eins von meiner Liste, weil ich ja da noch einige offen habe, die ich machen wollte. Und ich dachte mir, vielleicht kann der Chris Schuh auch mal so diesen Part übernehmen mit dem kompakten Video. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, das merke ich gerade. Chris und kompakte Videos. Aber zumindest ist Chris ja jetzt auch fürs GVG begeistert. Und ja, vielleicht kann er das mal ein bisschen einfacher darstellen irgendwie. Okay. So, jetzt bin ich beim Chat ganz schön hinterher, glaube ich. Ich hoffe, ich kann aufholen. 23 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Okay, Werbung nur mit mobilen Daten, stimmt, da hast du recht, das ist auch so ein Aspekt. Werbung gucken frisst eure Daten, ne? Also wenn ihr jetzt nicht gerade zu Hause seid, ist echt blöd. Dann habt ihr noch mehr Datenverbrauch für eure Handy. Wie nennt man das? Dann seid ihr noch schneller bei Edge gelandet. Sag ich so. Genau. Ja, unschön, unschön. Denn wo muss man sich vorher erstmal WLAN suchen? Ah, okay. Im Forum steht, dass Spieler, die Geld investiert haben, keine Werbung erhalten. Kriege ich deshalb keine Werbung, Kula Malaka, weil ich Geld ausgegeben habe im Spiel? Aber wo steht das? Steht es hier? Nee, ne? Hier steht es nicht. Also grundsätzlich habe ich ja Geld im Spiel ausgegeben. Ich habe mir mal Diamanten gekauft. Ein, zweimal. Glaube, zweimal habe ich mir Diamanten gekauft. Nee, ich glaube noch mehr. Dreimal. Dreimal mindestens. Aber jetzt auch nicht so viel. Sagen wir mal, 100 Euro habe ich bisher ausgegeben. Muss ich jetzt deshalb keine Werbung schauen? 425 Kämpfe ist ganz ordentlich für unser Limit. Weiß ich nicht. Also das ist das maximale Limit. Die kleinen Spieler müssen weniger machen. Die kleinen Spieler müssen bei uns weniger erreichen. Also es richteten sich nach den Punkten hier, wie viele Millionen Punkte man hat. Und dementsprechend muss man weniger machen, wenn man weniger hat. Also bei uns gibt es ja keinen unter einer Million, deswegen sage ich jetzt, wie viele Millionen Punkte. 10 pro Tag. Für die ganze GG-Runde. Okay, bei Onata muss man 100 Kämpfe machen. Aber das ist echt nicht viel. Das kriegst du doch hin, Onata.
Ja, Pommes Pirat, das kannst du aber nicht vergleichen, wenn du 2900 Kämpfe in einer Runde machst. Dann musst du ja entsprechende Voraussetzungen haben, um so viele Kämpfe machen zu können schon. Ja. Okay, vielleicht komme ich jetzt langsam wieder dem Ende nahe. Ja, jetzt komme ich hier wieder zum Ende. Und die hat Onata vielleicht nicht die Voraussetzungen. Also, dass sie. Onata ist, glaube ich, eine Sie, ne? Nicht, dass ich jetzt falsch liege. So wie bei Tyraval. Wo ich versehentlich mal sie gesagt habe. Obwohl ich wusste, dass es ein Er ist. Wegen meiner Gildenkollegin. Genau, da brauchst du halt schon relativ viel Kampfkraft auch. Um da halt so viele Kämpfe machen zu können. Also selbst beim Schachbrett ein bisschen Kampfkraft brauchst du zumindest auch. Aber es geht. Es geht, glaube ich. Beim Schachbrett. Da hält sich's in Grenzen. Der auf Tamberna nervt am meisten. Ist es am Handy auch so, dass sich zuerst der Tavernenboost öffnet, ja? Wenn das so ist, dann gebe ich dir recht, dann nervt das tatsächlich noch mehr. Also mich nervt es ja hier am PC, weil sich immer zuerst der Tavernenboost öffnet, aber auch nur, solange die Laute nicht aktiv ist. Und wenn ich draufdrücke und der Tavernenboost läuft, dann ändert sich das. Also dann komme ich immer auf den in den Gastraum, da wo ich eigentlich hin will. Also üblicherweise hin will, wenn ich draufklicke, weil ich einfach einsammeln möchte. Spieler, die seit der Einrichtung ihres Kontos eine bestimmte Menge Geld investiert haben, werden keine Werbung sehen. Steht in der Ankündigung. In der hier? Such mal nach Geld. Tja. Okay. Dann werde ich wohl da reinfallen. Und vielleicht, weil ich irgendwie über 100 € gekommen bin. Oder so. Muss ich keine Werbung schauen. Kann sein. Aber ich spiele halt auch schon 8 Jahre. Naja. Okay. Dann wird sich das wohl für mich auch nicht ändern. Zumindest vorerst nicht. Also es kann ja sein, dass sie sagen, okay, pro Jahr irgendwie so und so viel muss man investieren oder sowas. Weil das erläutern sie ja hier nicht näher. Eine bestimmte Menge ist ja auch relativ unkonkret. Okay. Aber das erklärt, warum viele die Werbung nicht haben. Und andere dann doch wieder. Genau. Tja. Hundert ist schon viel, wenn man nicht so aktiv ist. Das ist richtig. Und wenn die Sektoren alle blockiert sind, dann kannst du natürlich auch die 100 nicht schaffen. Bei uns ist es auch so, Onata, dass wir diese Grenze gelegentlich aufheben. Nicht, weil wir blockiert sind, sondern weil manchmal die Gegner nicht mitspielen. Also, wenn man keine Gilde hat, mit der man tauscht, mit der man rotiert, so wie die das jetzt hier mit Bloodline machen, dann hat man ja auch ein Problem. Also wenn die Gilden alle nur am Rand sind und kaum Sektoren einnehmen, dann kann man ja auch kaum was zurückholen als starke Gilde. Und dann wird es natürlich genauso schwer, die Pflichten da zu erfüllen. Und in den Fällen sagt unsere GLG-Leitung dann halt auch, okay, für diese Woche ist die Pflicht aufgehoben.
Und da kann halt dann jeder so viel oder so wenig machen, wie er oder sie möchte. Und vielleicht wäre das auch eine Anregung für eure Gilde. Also, weil sonst ist es ja wirklich wirklich fies mit den 100 Pflichtkämpfen, wenn du nur am Rand bist und nie kämpfen kannst. So wie das ja hier für viele Gilden jetzt, die jetzt unsere Gegner sind, tatsächlich auch eine unangenehme Sache ist. Ja. Okay. Dritter Absatz, Engel. Da hast du recht. Ja, ich hab's jetzt auch gesehen. Okay, deswegen musst du keine Werbung schauen. Du hast gar nichts investiert. Na, anscheinend hast du wohl doch was investiert, Diamantrix. Ja, sicherlich ist es Absicht, dass sie nicht sagen, wie viel Geld, weil sie können dann halt die Marke erhöhen. Ne? Also sie können halt sagen, okay, du hast jetzt in diesem Jahr noch kein Geld ausgegeben, deswegen musst du wieder gucken. Oder musst du Werbung gucken oder sowas. Und das ist halt, ja, können sie halt die Grenze beliebig erhöhen. Genau, Pommes Pirat. Ja, wenn du eine neue Gilde gründest, dann bist du erstmal in der Kupferliga, weil die neue Gilde ja noch nicht eingerenkt werden kann, weil man ja noch keine Daten darüber hat, wie gut die sein wird. Und da hast du dann natürlich irgendwann die komplette Karte erobert. Bis auf die Staatssektoren. Langweilige Wochen, ja, bis du weiter oben bist mit der neuen Gilde. Platin wird es nicht besser. Ja, cooler Malaka, das ist leider auch wahr. Dass auch in der Platin-Liga ganz schön rumgekrebst wird. Okay. Soweit, so gut. Dann wäre ich jetzt mit den Ankündigungen durch. Und dann kann ich mir mal den Stadtumbau auf A angucken. Die Karte hattet ihr am dritten Tag komplett erobert und jetzt gibt's nichts, ja? Keine Aktivität von den anderen Gilden, keine Kämpfe. So. Ach, Lion wollte den Platz haben. Sehr schön. Und jetzt ist es gelevelt. Sehr gut. Ach, schade. Mir fehlen Blaupausen. Mir fehlen weitere Blaupausen vom Zeus. Jetzt weiß ich wieder nicht, wohin mit meinen Forgepunkten. Hat jemand auf W ein Forgepunkt-Grab für mich? Bitte. Gegebenenfalls müsst ihr mir noch eine Freundschaftsanfrage schicken, aber ich habe Platz auf der... Der Erste, der ruft, kriegt 9 Fortpunkte geschenkt von mir. Topstar. Bist du auf meiner Freundesliste? Wie viele Punkte hast du? Bist in meiner Gilde. Hast du recht. Gut. Okay. Versenkt. Okay, gut. Dann gehen wir mal auf A. Ja, da musst du noch ein bisschen durchhalten, Pommes Pirat. Wie läuft denn das Gildengründungsprojekt? Wir hatten ja damals im Stammtisch darüber gesprochen, dass du dich mit dem Gedanken rumträgst, eine Gilde zu gründen? Hast du schon einige Mitglieder gefunden? Oder ist deine Gilde noch eine ganz kleine, feine Gilde? Vielleicht können wir hier gerade
in unserer Runde noch mal ein paar weitere neue Gildenmitglieder für dich akquirieren. Genau, also viele sind ja auf in Nebenwelten sozusagen in schlechten Gilden. Ist halt die Frage, du wirst ja wahrscheinlich eine Gilde haben, die auch erfolgreich sein will. 16 Leute sind mitgezogen, okay. Und wie ist euer Fokus? Wollt ihr durchstarten? Braucht ihr mehr Leute? Habt ihr Regeln, die es schwerer machen, um jetzt in der Nebenwelt zu spielen beispielsweise? Oder seid ihr da eine sehr chillige Gilde, wo eigentlich jeder mitmachen kann? Okay, so. Hier sind schon die 8-Stunden-Produktion an. Ich lösche jetzt erstmal die Ziegenzuchten und stelle mir alternativ 4 Metzgereien hin. Die brauchen ja genauso viel Platz. Quasi genauso viel. Dann lösche ich Domizile. So viele wie es geht. Und kulturelle Gebäude. Habe ich noch mehr? Das Orakel. Gütergebäude könnte ich mir dann auch überlegen zu löschen. Weil ich mit mehr... Also ich kann zumindest die aus... Ja, wobei Bronzezeit... Ist ja noch ein bisschen seltener. Aber ich kann zumindest die aus der Eisenzeit eigentlich löschen. Weil die geben Bronzezeitgüter. Equilibrium heißt die Gilde von Pommes Pirat und sie ist auf Zirgard. Also wenn ihr auf Zirgard in einer aktiven Gilde spielen wollt und selber aktiv seid, dann schaut doch mal nach Equilibrium von Pommes Pirat. Okay, was können wir noch loswerden? Ach, ich habe hier noch eine Taverne aus der Bronzezeit. Die kann weg. Genau, Färbereien. Naja. Ich kann's mal ohne die Gebäude versuchen, ne? Zur Not baue ich halt wieder was auf. Ist ja kein großes Problem. Deswegen. Dann reiße ich die ab, die Gütergebäude. So, okay. Habe ich noch? Hier ist noch ein Steinmetz. Ja, muss mich dran gewöhnen, dass ich stumm stelle. Okay. Sieht jetzt erstmal cleaner aus. Den Geschenkturm kann ich ja auch rausnehmen. Ist schade drum, ne? Nutze ich ein Einlagerungskit. Vielleicht will ich ja irgendwann noch so ein kleines Winterparadies bauen. Und dann brauche ich den Geschenkturm. Vielleicht will ich ja mal ein Zockets Weihnachtswettbewerb teilnehmen.
Und dann habe ich keinen. Ja, stimmt, ich kann jetzt noch mehr Häuser rausnehmen, weil ich ja die Produktionsgebäude gelöscht habe. Also die Güterproduktionsgebäude. Danke, Onata. Kann ich noch mehr Häuser rausnehmen? Wahrscheinlich kann ich am Ende so ziemlich alle rausnehmen. Sollte ich vielleicht auch schon vorher mich entscheiden, welches Eventgebäude ich stellen möchte. Oder welcher ich stellen möchte. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier die Stage of Ages. Wir haben das Hauptgebäude, das werden wir nicht los. Wir brauchen auch einen Agentenversteck. Dann brauchen wir Produktionsgebäude für die Quests. Zeus ist klar. Dann Kampfkraftgebäude. Hier sind noch ein paar Häuser, die ich noch loswerden möchte. Eventgebäude. Okay, Magnus. Jetzt habe ich, glaube ich, alles raus, was ich rauskriegen will, außer ein paar Häuser. Und da könnte ich jetzt mal gucken. Nach Kit nochmal. Im Grunde muss ich mich entscheiden, ob ich die Enzian-Windmühle baue. Und oder... Die hat nur 377 Einwohner. Nicht so viel, aber wird wahrscheinlich reichen, um alles zu ersetzen. Habe ich Probleme mit weniger Einwohnern? Eigentlich nicht. Allerdings bringt es halt Verteidigungskraft und ich brauche, glaube ich, eher mehr Angriffskraft. Schau mal in mein Profil. Genau, also meine Verteidigung der angreifenden Armee hat Überhang und von daher wäre, glaube ich, der keltische Bauernhof sinnvoller. Kann ich den denn überhaupt voll ausbauen? Wo ist er denn? Keltischer Bauernhof. Er geht bis Stufe 10. Eins, ja, kriege ich locker auf 10. Genau, der hat Angriff für die angreifende Armee, hat auch nochmal mehr Einwohner. Da würde ich dann einen Überhang haben. Ich glaube, dann würde ich den keltischen Bauernhof bauen. Und die Mühle nicht. Also schaffe ich mir erstmal Platz. Wo passt denn der hin? Der ist verdammt groß. Für so eine kleine Stadt ist der richtig groß. Der passt natürlich dann auch sehr gut an den Stadtrand. Schauen wir mal. Ah ne, das geht nicht. Das geht da oben schon mal nicht. Dann schaffe ich mir einfach mal irgendwo ein bisschen Platz. So, und hier wird er ja hinpassen. Knapp, aber passt. Okay, und dann nutze ich zuerst die Dinge, weil hier ist ja auch die Möglichkeit drinnen, das Grundgebäude aufzustellen. Dann sind wir bei Stufe 7. Naja, so ganz locker ist es doch nicht, ne?
Ich habe nur ein Kit am Ende übrig. Und jetzt ist es auf Stufe 10. Jetzt ist auf der Hauptwelt nochmal GG-Kampf angesagt. So, Stadt und Bau ist jetzt natürlich nicht so spannend für euch, ne? Aber ich habe mir gesagt, ich muss es irgendwann mal machen. Und ich mach's nicht, wenn ich es nicht onscreen mache. Und das Gute ist, dass man eben nochmal Tipps einholen kann, wie gerade von Onata der Hinweis darauf, dass ich noch Häuser abreißen kann. Zwischendrin. Immer noch so Schleim im Hals. Hab ja letzte Woche nicht gestreamt. Hatte ja eigentlich da schon vor, einen Stadtumbau zu machen. Thürerwald, vielen Dank für 42 Bits. Du bist da sehr konsequent mit den 42. Vielen Dank dir, dass du trotz der doch nicht allzu spannenden Sendung, würde ich jetzt mal behaupten, dann doch noch ein bisschen Unterstützung raus hast. In Form von Biddies. Und einem Abo am Anfang des Streams. Stadtumbau, Stadtumbau, was Stadtumbau? Soll ich weitermachen? Seid ihr scharf auf Stadtumbau? Ich mache auch gleich weiter. Ich wollte nur kurz ihr helfen. Und weiter geht's um 23.14 Uhr. Also Stadtumbau mit GG-Unterbrechung. Das ist der Plan. Der Samstagstream letztes Jahr hatte ich geheilt. Der eine, welcher war denn das? Und welcher Fail war denn das jetzt hier? Weil ich keinen Stadtumbau mehr mache? Also weil ich beim Stadtumbau pausiert habe? Ah, ich habe meine ganzen Domizile zu früh gelöscht. Jetzt habe ich die Münzen nicht bekommen. Das ist natürlich jetzt hart. Ja, genau. Ohne Chat wäre es in J nicht gut geworden. Schreibt gerade Pi. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das unterstützt schon ganz gut. So, jetzt habe ich erstmal zu stehen, was ich stellen wollte. Vielleicht noch nicht ganz. Ich will halt auch die Heckenlabyrinthe gerne noch aufstellen, die ich noch habe. Ich habe immer noch 3 Stück vorrätig. Und den Platz habe ich ja jetzt. Und ich muss noch Platz schaffen für die blaue Galaxie natürlich. Eine Erweiterung kann ich mir noch nicht freischalten, da fehlen mir noch einige Medaillen. Und ich will ungern Diamanten investieren auf der Welt, die eigentlich Diamanten produzieren soll. So, da kann ich schon mal ein bisschen Platz schaffen. Ach so, und ich kann natürlich sowas wie Schildwachten noch stellen. Ich habe nämlich auch Schildwachten gesammelt. So, gerade als Lückenfüller. Und als Kampfkraftpusher sind die natürlich dann auch sehr hilfreich. Ich gucke mal gerade, wo ich Lücken habe, die ich im Moment füllen kann. Ich kann natürlich sein, dass die dann wegfallen oder andere Lücken entstehen, wenn ich das in den Umbaumodus gehe. Aber gut, dann ist es eben so. Onata muss leider ins Bettchen. Das ist schade, aber
Das ist so am Abend. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Onata. Schön, dass du da warst. Wo Josie und Pi umgebaut haben, warst du stinkig. Hä? Aber warum warst du da stinkig, Tyrawal? Das verstehe ich jetzt nicht. Dachtest du, du kriegst ein Video? So wie ein Socket-Video oder was? Und das war vor langer Zeit, wo du Josie und Pi noch nicht kanntest? Rathaus schön mittig. ja, okay. Wie groß ist denn die blaue Galaxie? Das blaue Galaxiechen. Das ist 7 mal 5. Ist es... Das ist 6 mal 7. Ist ja noch größer. Also 7 mal 5. Das ist ein bisschen blöd hier, ne? Eins, weil das hier dann eine Leiste, eine freie Leiste ist. Da passt es dann also nicht so schön hin. Aber vielleicht passt es ganz gut hier in die Ecke. Da schaue ich gleich mal. Ist ja jetzt egal, wenn es nicht ganz angebunden ist die ganze Zeit. Dann muss ich natürlich noch ein... Dann müsste ich das so machen. Und dann würde es da ganz gut hinpassen. 6. 7 mal 5 hatte ich gesagt. 7 mal 5, also einer mehr noch. Da wird es jetzt... Würde sie jetzt genau hinpassen. Richtig? Dann kann ich sie auch stellen. So, jetzt ist ja schon wieder, klingelt schon wieder der Wecker. Statt Umbau unterbrechen. Ach, noch eine Minute. Ist ja noch ewig Zeit. Da vergesse ich bestimmt wieder rüber zu gucken. So, noch ein Heckenlabyrinth. Und... Wo passt denn das letzte hin? Kann ich sogar an die Straße ziehen. Dann passt das letzte da in die Ecke. Und dann habe ich erstmal alle Gebäude, die potenziell Diamanten stellen können, gestellt. Diamanten produzieren können, gestellt. Und dann gehe ich mal in den Umbaumodus. So, und werde noch meine blaue Galaxie hier mal ausschreiben. Okay. Gut. Aber bevor ich hier fleißig umbaue, gehe ich erstmal nochmal auf Toilette. Bevor ich auf Toilette gehe, lese ich nochmal, was ihr geschrieben habt. Okay. Nur Galaxie und Zeus. Genau, das ist der Plan, weil was anderes brauche ich im Grunde nicht. Denn es ist eine Welt, wo ich Diamanten produzieren will. Vielleicht wäre der Saatgut-Tresor noch sinnvoll. Wenn ich den immer mobble. aber da fehlen mir noch die Blaupausen. Gandalf, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, ja, schön, dass du da warst. Mach's gut. Nein, Josie hatte eine Umfrage gemacht und dann umgebaut und ich fand es halt langweilig, da der Tag eh schon nicht so gut war.
Habe dann aber eingesehen, dass es ja nicht um mich geht. Ich hatte... ist alles vergessen mittlerweile. Okay, verstehe. Ja, ja, umbauen ist halt nicht so spannend, ne? Also, man kann es vielleicht spannend machen. Bokimeji, naja, warum Kula Malaka? Also, die produziert halt keine Diamanten. Ich glaube, mit einer ganz geringen Chance produziert die Diamanten, ne? Aber, wie war das? Ja, wenn man kämpft, hat man eine ganz geringe Chance, Diamanten zu kriegen? Weiß ich gar nicht. Mal eben gucken. Bin ich bei der echten? Spoil of War. Ist es das? Reward. Also bei jedem 100. Kampf würde man dann 50 Diamanten bekommen. Naja. Ach nee. Nicht jetzt richtig? Random Reward. Doch. Doch, doch. Nee. Du solltest mich eigentlich nur einmal hören. Philo. Philo. Vielleicht hast du den Stream doppelt offen. Dann kriegst du vielleicht ein Echo. Stimmt, und man bekommt auch nicht bei jedem Kampf eine Belohnung, das ist richtig. Also, das lohnt sich nicht aus meiner Sicht, da die Burg zu stellen. Also das Ziel ist wirklich nur auf Diamanten zu gehen. Klar, eine geringe Chance hat man da. Das hier oben gefällt mir schon ganz gut. So mit den Wunschbrunnen und der blauen Galaxie dort am Ende. Aber der Rest nicht. Der Rest muss erstmal weg. Ach, jetzt wird es auch angezeigt, ob alle Gebäude angeschlossen sind. Das ist mir neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich hilfreich in diesem Assistenten, dass man das sieht, dass auch tatsächlich alle Gebäude angeschlossen sind. Wir haben ja zum Beispiel hier die Wunschbrunnen. Den, naja gut, da passt jetzt auch kein anderer hin. Ich kann jetzt auch das Magnum Opus da hinstellen, aber die sind natürlich besser an der langen Seite angeschlossen als an der kurzen. Der Weltraumfrachter bringt Wunschbrunnen durch das Kit, da hast du recht. Und hat auch eine geringe Chance auf Diamanten beim Verhandeln. Aber dann muss ich ja zusätzlich noch verhandeln, dann mache ich es mir ja schwierig. Mache es mir ja schwieriger. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt kurz auf Toilette und dann bin ich gleich wieder da. Aber ist vielleicht eine Überlegung wert mit dem Weltraumfrachter. Okay, bis gleich.
Danke für den Hinweis. Ich habe vergessen, das Headset wieder zu entmuten. Also ja, habt natürlich recht mit den Clips. Das ist echt cool. Das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen und dann auch umsetzen, dass man da Clips sieht. Das ist echt eine richtig coole Sache. Und das mit dem Shoutout ist natürlich auch toll. Aber am Ende ist es, glaube ich, die gleiche Funktion, oder? Pi? Ob man jetzt die Clips hat oder den Shoutout. Also da spielt man halt die eigenen Clips ab dann. Aber muss ich mir ansehen. Muss ich mir ansehen. So, okay. Also kurze Seite. Das kann ich ja hier oben machen. Mit den Wunschbrunnen. Die ich jetzt hier freigelassen habe. Und da kann ich ein 3x3-Gebäude hinstellen. Habe ich denn eins? Ich glaube ja, ein Kampfgebäude habe ich da, glaube ich. Passendes. Genau. Die Legionärskaserne. Okay. Das ist schon mal aufgeräumter, würde ich sagen. Es läuft über die gleiche Seite. Über was für eine Seite läuft es dann, Pi? Verrätst du mir das? Ich weiß ja noch gar nichts. Das könnte ich hier über die kurze Seite anschließen. Stellt die Frage, wie weit ich damit komme. Der keltische Bauernhof in der Ecke war auf jeden Fall auch gut. Auch nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, der ist da nicht schlecht aufgehoben. Ist halt die Frage, was da jetzt noch reinpasst. Habe ich noch sowas Längliches? Das Oreo passt da nicht rein. Aber das passt hier. Könnte natürlich auch das hier als Hundewiese übrig lassen. Noch. Und erstmal nur so stellen. Dann kann ich hier nämlich das auch als Bauplatz für die Events nutzen, bevor ich mir alles zustelle. Und dann erweitere ich, wenn ich die ganze Reihe voll habe. Ich versuch's mal. Ich versuch's erstmal so. Mal gucken. Über die Clip-Seite. Ah, okay. Josie hat die Links dazu. Die Clip-Seite. Schwammig. Und da passt perfekt eine Stage of Ages hin. Zack. Natürlich die Beule hier nicht so schön, ne? Brauche ich die überhaupt? An der Stelle brauche ich die. Ich kann natürlich das darüber machen, dann zieht es sich da lang. Ich schaue mir das nochmal an. Also ich kann die Straße hier lang ziehen. Ach so, könnte ich das machen. Bin ich damit zufriedener? Aber Pi, du hast es bei dir. Hört ihr eigentlich dieses Palim da, was da gerade kam, auch? Jetzt kam es nochmal. Das ist, weil meine Maus spinnt. Ja, ist unschön mit der blauen Galaxie.
Okay. Du hast keinen Knick. Wow, okay. Sehr schön, Pi. Aber mir fehlen, glaube ich, die geeigneten Gebäude. Das würde hier gehen. Um den Knick hier zu vermeiden. Meine, die ist ja da sowieso nicht so schön. Das Heckenlabyrinth ist ja da eh nicht so schön. Zack, zack. Und dann könnte ich da zwei Stage of Ages hinstellen, aber dann habe ich immer noch einen Knick. Ein Knick habe ich noch. Und Fünfergebäude habe ich, glaube ich, keine mehr. Weil das ist. Geht denn das Symbol hier nicht weg? Das ist, glaube ich, alles, was ich an Fünfern habe, was Fünferbreite betrifft. Könnte. Du musst doch gar keine Straße runterziehen wegen WB. Ach so, ja, da hast du recht. Aber irgendwo muss ich ja abgehen. Aber da hast du schon recht, ja. Kann ich erstmal auch so machen. Kann ich erstmal auch so machen, hast du recht. Allerdings muss ich dann hier noch ein bisschen umplanen. So, wenn ich das so mache. Und ich muss halt vom Hauptquartier abgehend hier noch was runterbringen. Da habe ich jetzt noch Wunschbrunnen übrig. Ich weiß ja nicht, wie viele Wunschbrunnen du hast, Pi, aber bei mir ist ja dann schon Ebbe. Das ist ja alles, was ich habe im Moment. Das Rathaus muss in die Mitte. Ja, das ist relativ mittig. Ich kann es noch weiter nach hier ziehen, zum Beispiel. Oder nach hier. Damit ich die obere Seite noch besser nutzen kann. Aber ich muss ja auch abgehend vom Rathaus ein bisschen was in die Richtung haben. Und dann könnte ich jetzt hier in die andere Richtung nach da auch Straßen machen. Könnte ich auch Dreierstraßen machen, aber ich glaube, jetzt fehlen mir hier die entsprechenden Gebäude. Und da ist es dann wieder die Frage. Also jetzt fehlen mir ja eh schon die Gebäude, dass ich das so optimal nutzen kann. Soldatenkasernen haben noch das gleiche Format wie so ein Wunschbrunnen. Hatte ich nicht zwei davon? Doch, da. Dann kann ich da im Eck noch eine Legionärskaserne stellen. Das hier ist schon wieder überflüssig.
Auf welcher Welt denn, Pi? Ach, wie schön die Straße hier genau direkt aus der Mitte rausgeht. Auf welcher Welt hast du es denn so gut designt, dass du da so froh drüber bist? Achso, was habe ich denn? Zwei. Den könnte ich da bauen. Schön ist es nicht. Ja, auf W läuft's auch. Ich hätte ja gerne mal wieder meine Stadt gezeigt bei Pi und Josie, aber wenn ich immer dann keine Zeit habe, ist blöd. Aber das wird schon noch mit dem Samstag. Das wird schon noch. Tja, ist halt die Frage, ob ich das jetzt hier offen lassen soll für Wunschbrunnen. Das macht aber, glaube ich, keinen Sinn, das offen zu lassen. Sollte ich schon belegen. Und wenn ich jetzt da Dreiergebäude reinstelle, wie zum Beispiel die berittene Kriegerkaserne. Bei dem berittenen Kriegerstall ist der ja im Prinzip auf der falschen Seite angeschlossen. Ist auch kein großes Drama, ne? Könnte ich noch eine Legionärskaserne da hinstellen, aber ich glaube, dann wird es auch schon eng. Dann mangelt es schon als nächstes an den Dreiergebäuden. Also auch nicht wirklich geeignet. Das sind die zu tauschen. Ja, dann kann ich nämlich da mehr. Ah, nee, kann ich doch nicht mehr Platz rausholen. Macht keinen Sinn, die zu tauschen. Na, ich glaube, so wirklich rum komme ich nicht um andere Sachen. Um mehr Platz und so. Ja, ich muss ja hier oben die nicht so stellen. Zum Beispiel, da kann ich ja die Straße auch ein bisschen breiter machen. Der Wunschbrunnen ist ja eh schon angeschlossen. Du sollst es wieder da hinten stellen. Dann jetzt bin ich verwirrt. War der Wunschbrunnen nicht glatt angeschlossen? Dachte. Jetzt ist er richtig angeschlossen. Okay. Dann könnte ich jetzt da vier offen lassen. Dann kann ich da die Ballistencamp und sowas da hinstellen. Und eine Stage of Ages. Eine Bühne der Zeitalter. Und unten könnte ich anschließen. Unten könnte ich anschließen. Eckenlabyrinth. Das wäre jetzt genau die Länge vom Rathaus. Ich könnte auch was anschließen, was da reinpasst. Aber dann brauche ich wieder Dreiergebäude.
Oder ich baue da oben was hin, was das überragt, so wie ein Heckenlabyrinth. Da muss ich die Straße nicht länger ziehen. Habe ich denn noch was Längliches in der anderen Richtung? Der ist zu kurz. Das wäre länglich in der anderen Richtung. Das ist aber zu klein dann wiederum. Das wäre länglich in der anderen Richtung. Können es ja hier umstellen. Könnte ich so machen. Gefällt mir aber auch nicht so richtig gut. Dann könnte ich hier vielleicht Soldatenkasernen ran machen. Würde jetzt hier rausgehen nach unten und dann hier eine Straße ziehen. Dann kann ich da sowas zum Beispiel hinbauen. Und ziehe sonst hier die eine Straße runter. So. Und hier wollte ich doch den Viererabstand nutzen. Fällt mir da ein. Schauen wir mal. Dann ist auf jeden Fall der keltische Bauernhof angeschlossen. Und dann kann ich da beispielsweise die Bühnen der Zeitalter reinstellen. Was für die Breite habe ich doch jetzt wieder nicht. Oder eine Bühne der Zeitalter und ein paar Metzgereien. Das ist auch nicht schön, dass sie jetzt hier so breit ist, das keltische Dorf. Eigentlich ist es zu breit. Ich schaue nochmal, ob ich da nicht mit dem Heckenlabyrinth besser hinkomme. Ziehe ich die hier runter. Dann kann ich da noch zwei Dreiergebäude hinkriegen. Dann könnte ich die Metzgereien alle nebeneinander stellen und würde dann noch. Oder habe ich die alle schon verbraucht? Jetzt habe ich das wohl doch schon gestellt, oder? Dieses eine längliche Kampfkraft oder Kampfgebäude. Wo bist du? Du bist schon gestellt, da oben. Bist du schon gestellt, okay. Okay, na, wie machen wir das dann? Könnte ich zwei Bühnen stellen, aber dann ist ein kleiner Spalt offen. Das ist nicht gut.
Okay, ich glaube, ich lasse es erstmal so. Mit der Metzgerei. Ich glaube, ich habe am Ende eh noch Platz übrig. Ich lasse es erstmal so. So, und dann schaue ich mal nach dem keltischen Dorf. Kann ich das jetzt hier unten hin machen? Jetzt auf den ersten Blick auch nicht so toll. Natürlich hier hin machen erstmal. Dann mal schauen, was so kommt. Für die Heckenlabyrinthe brauche ich ja den Platz. Wenn es jetzt hier endet, dann ist es auch angeschlossen. Die mal wieder rein. Und dann dich hier die übrigen Heckenlabyrinthe reinstellen. Der ist noch ein bisschen länglich, den könnte ich da hinstellen. Den Kriegerstall, der passt da mehr oder weniger auch genau rein. Und der festliche Kanal würde dann hier hinpassen. Winterkanal unten neben das Labyrinth. Das passt hier nicht, der ist zu lang. Der ist einer länger. Ach, du meintest wahrscheinlich hier. Du meintest wahrscheinlich dort. Genau, da passt er hin. Okay. Okay. Gut, dann schauen wir mal hier so. Was ist denn hier noch offen? Bogenschützen-Schießstand. Okay, das sind auch die einer Gebäude, die ich habe. Die einer sage ich schon, die kleinen. Ich stelle hier mal Schmieden. Dann habe ich die Produktions... Ups. Gebäude quasi auch alle auf einem Haufen. Kann ich dann den Zeus noch hinstellen? Wo bist du? Da bist du. Passt unten wunderbar die Stage of Ages hin. Passen hier die wunderbar hin. Ja, und dann kann ich halt noch den leeren Platz ausfüllen. Ich meine, ist ja dann eh schon. Huch, warum sind die jetzt nicht mehr angeschlossen? Fehler? Ein Bug? Oder ist hier irgendwo eine Straße verschwunden? Nö, eigentlich nicht. Komisch. Ich habe einen Bug im Umbauassistenten gefunden, wie es mir scheint. So, hier kann ich noch Schildwachten hinstellen. Kann ich dann noch eine dazwischen stellen und die andere noch voll ausbauen. Und dann die kann ich da noch hinstellen. Tja. Zack.
so. Dann habe ich alles gestellt und 19 Straßen übrig. Das ist die Ausbeute. 19 Straßen. Das ist hier auch nicht ideal, aber ich meine, es ist erstmal alles gestellt. So. Alles bestellt. Mache ich mal den Haken. Okay. So, fast aufgebaut. Okay, was haben wir denn noch so im Inventar? Ist davon noch irgendwas sinnvoll aufzubauen? Für die Nebenwelt. Oh, da ist noch eine Bühne der Zeitalter. Die kann ich noch aufstellen. Mache ich. Haben wir noch was Sinnvolles? Die Mühle könnte ich halt noch bauen. Also solche Sachen kann ich halt bauen und solange ich halt keine Wunschbrunnen habe, ja, dann stehen die halt. Und sofern ich mehr Wunschbrunnen habe, muss ich mir dann überlegen, reiße ich die ab oder nicht. Halt auch Schachmattplätze zum Beispiel, zwei Stück. Sind auch so Sachen, die man vielleicht bauen könnte, ne? Sind halt aber auch nur 5% jetzt hier in dem Zeitalter. Also nicht so gut. Da wären, glaube ich, die Tore des Sonnengotts auf Stufe 2 dann besser, aber die muss man halt erstmal kriegen. Nee, das kann ich alles nicht gebrauchen. Das kann ich auf jeden Fall alles nicht gebrauchen. Das im Grunde auch alles nicht. Vielleicht ein zweites Agentenversteck, das würde sich vielleicht nicht so schlecht machen. Die Frage, wo ich das hinstelle. Kann es auch da hinstellen, aber boah. Ja, für die Gags brauche ich Kampfkraft, aber ich spiele halt die Gags auch nicht. Es geht ja, wie gesagt, hier darum, um eine Welt zu erschaffen, die am Ende möglichst wenig Aufwand benötigt und trotzdem in der Lage ist, mit Wunschbrunnen einerseits die Quests zu spielen, sodass ich an mehr Wunschbrunnen komme in den Events und andererseits was wollte ich andererseits sagen? Ja, die Jungbrunnen gibt es natürlich auch in der Gex, aber die gibt es auch erst relativ spät. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo es die gibt. Also wo man die erste Chance auf Jungbrunnen hat. Mal eben gucken, ob ich es hier auf der Hauptwelt sehe. Kann ich ja noch ein bisschen weiterspielen. Stelle ich hier erstmal die Produktion für morgen früh an. Es ist ja eh auch gleich 0 Uhr. Nee, das ist keine Gex. Das ist die Gex. So, hier gibt's noch nix. Wenn ich jetzt erst 8 Kämpfe machen. Oder ich gucke. Also ich glaube, die Chance, Jungbrunnen zu bekommen, ist eh erst am Ende da. Oder? Und auf Stufe 4. Aldrin, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Du bist aber auch einmal ein Später. Jemand, der spät kommt. Jetzt kommst du um 0 Uhr bei einem Stream, der eh schon so spät anfängt bei mir. Aber schön, dass du kommst. Schön, dass du da bist. So, hier gibt's jetzt auch kein Gebäude. Gibt's denn hier in den Zwischenpreisen mal?
eine Chance. Ich glaube, da sind nur die die Stammesplätze und sowas. Im Biergarten, schön. Stufe 3, 20%, Stufe 4, 50% Chance auf einen Jungbrunnen. Du meinst dann wahrscheinlich beim letzten Kampf, Diamantrix? Ich lese den Chat. Hier noch nicht. Da gibt es das Aquatische Museum. Also ein Also ich würde jetzt auch einmal Medaillen kaufen, zur Not. Brauche ich gar nicht. Einmal Medaillen, einmal Versuche kaufen. Wollte ich sagen. Aber brauche ich gar nicht. Ich komme erstmal dahin. So. Ritualflamme, 15%. Will ich nicht. Tja. Stufe 3 letzter, Stufe 4 letzter. Ja, aber hier, guck mal. Hier gibt's keiner. Kein Jungbrunnen, sondern die Ritualflamme. Also generell die Chance, Jungbrunnen zu bekommen, ist jetzt nicht gerade gigantisch. Jetzt komme ich hier zwar noch auf die nächste Karte, aber... Nicht jede Gags gibt Jungbrunnen. Siehst du? Das heißt, ich muss jede Gags spielen, um am Ende festzustellen, oh, schade, das war wieder eine Gags ohne Jungbrunnen. Und wenn ich die Gags spiele und an dem Punkt bin, wo ich die Jungbrunnen bekommen könnte, habe ich halt immer noch eine relativ gute Chance, dass ich sie nicht kriege. Und das ist mit relativ viel Aufwand verbunden. Wenn es hier so weitergeht, komme ich noch durch am Ende. Ne, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit weiteren Versuchen. Beträgt die Chance, auf nach Stufe 3 einen Jungbrunnen zu erhalten, sofern es dann einen gibt oder generell. Ich kann ja mal auf Feldrangier wechseln. Das ist eigentlich die Welt, wo ich die Gags eigentlich immer durchspiele, wenn ich es nicht verpenne. Und kann ja mal gucken, wie viele Jungbrunnen ich hier habe. Neunundvierzig Schrumpfkids. Schon recht viele. Wunschbrunnen habe ich aktuell 40, also 38, und es stehen zwei, drei, vier, also drei Jungbrunnen stehen auch.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Das heißt, ich habe weniger Wunschbrunnen bekommen als Jungbrunnen. Also die Chance ist definitiv größer, Jungbrunnen zu bekommen. Kann auch sein, dass ich welche verkauft habe beim Antiquitätenhändler. Aber eher unwahrscheinlich. Ach nee, sehr unwahrscheinlich, weil ich den noch nicht habe. Sehr unwahrscheinlich. Ja, also hier spiele ich schon sehr lange die Gags durch. Schon sehr lange. Diamantrix. Und die Welt muss ich eigentlich auch umbauen. Um dort noch mehr Wunschbrunnen und Jungbrunnen zu stellen. Ja. Gut. Aber ist jetzt leider nicht so. Ist jetzt leider nicht so. Ach, jetzt bin ich auf meinem hier gewechselt. Das macht ja nicht so viel Sinn. Da habe ich ja keine Musik mehr. Wobei, ich kann jetzt hier mal den Musikplayer hier auch anmachen. Der gibt ein bisschen mehr verschiedene Musik. Wobei der lauter ist. Dann muss ich die Nee, das geht so nicht. Dann ist es für mich zu laut. Und ich kann die nicht unabhängig verstellen, die Lautstärke hier. Oder? Ja doch, kann ich. Kann ich. Dann stelle ich hier die Musik runter. Die Lautstärke. Genau. Aber jetzt ist es ja für euch auch leiser. Oder? Jetzt ist es für euch auch leiser geworden, nachdem ich es da runtergestellt habe, oder? Deine Ohren! Eure Ohren! Mit OBS. Kannst hier nochmal ordentlich runterstellen. Besser? Ja, Arak, ich wollte mal, dass ihr jetzt hier wieder wach werdet. Nach der Umbaushow. Arak, das Ergebnis. Ich präsentiere dir nach dem gemütlichen Schlaf das Ergebnis. So sieht's aus. So viele Straßen konnte ich einsparen. Und ich suche jetzt noch nach Gebäuden, die ich aufstellen kann im übrigen Platz. Ja, der der Windows-Regler scheint nur Einfluss zu haben auf meine Ohren. Für mich ist es jetzt deutlich besser. Genau, also ich könnte halt jetzt die Mühle noch stellen, zum Beispiel, weil ich die voll ausbauen kann und die ja auch ganz gut ist. Ich könnte auch noch ein bisschen was für Kampfkraft stellen. Aber eigentlich ist es schon okay, was ich jetzt habe. Siegerplätze habe ich jede Menge. Ein bisschen was frei zu haben ist okay. Auch für zukünftige Wunschbrunnen und so. Wobei ich jetzt keinen freien Wunschbrunnenplatz habe aktuell. Ich hätte Platz für mehr Heckenlabyrinthe. Okay, Arak, dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Oh, schlaf gut und bis bald mal wieder. Oh, jetzt ist die blaue Galaxie gelevelt. Kann ich denn mit der blauen Galaxie jetzt hier schon irgendwas? Nee, kein Wunschbrunnen zu verdoppeln. Und im Moment auch nichts anderes hier. Also vier Versuche hätte ich jetzt schon mal für irgendwann. Okay, was stelle ich jetzt noch auf? Mühle. Was hat die denn für ein Format? Die Mühle. 4 mal 5. Da passt die wunderbar hin. Schafft dann aber so eine Lücke an der Stelle. Eine unschöne. Ah, Aldrin, dann hattest du die Funktion anscheinend noch nicht. Ich aktualisiere mal eben. Weil um 0 Uhr kommen diese neuen Truhen. Oder auch nicht. Muss ich jetzt die Welt nochmal wechseln? Eigentlich kommen die um 0 Uhr. Das sind die neuen Ereignisse. Ja, hier sind 5 Truhen da. Das sind die neuen Ereignisse, für die man. Oder 4 Truhen sind es anscheinend nur. Die bessere Belohnungen haben. Gut. Was zu beweisen war. Das Gegenteil. 5 Glas, okay. Also es sind schon mal, sind schon auch manchmal 5. Ne, 10 Forgepunkte sind schon manchmal drin, glaube ich. Also die haben bessere Belohnungen im Schnitt als die anderen Ereignisse. Aber wenn man auf dem Handy die Ereignisse eröffnen möchte, dann muss man halt Werbung gucken. Als Spieler, der nicht viel Diamanten ausgegeben hat. Oder nicht viel gekauft hat. Im Spiel. Ah, ich werde müde, Leute. Ich werde müde. Guck mal, hier ist ja noch die Ankündigung, die ist ja noch offen. Das ist das Mobile Ads und da gehört diese neue Ereigniskiste dazu und auf mobilen Geräten muss man sich, um die Kiste zu öffnen, eine Werbung anschauen. Als PC-Spieler muss man sich grundsätzlich keine Werbung anschauen. Und man muss sich keine Werbung mobil anschauen, wenn man hier in diese Kategorie fällt. Also, wenn man eine bestimmte Menge Geld investiert hat. Ich habe ungefähr 100 Euro. Glaube ich, bisher in Forge of Empires investiert und muss keine Werbung schauen. Ja, also in den 8 Jahren, die ich spiele. Auch nicht auf dem Handy. Also da habe ich die Werbung auch nicht. Mit 40 muss man noch, sagt Samson. Okay. Ja, vielleicht kann man ja über die Community irgendwie so eine gewisse Idee bekommen, ab wann das greift hier, der Passus. Wenn du sagst, mit 40 musst du noch. Wie gesagt, also ich habe ungefähr 100 in der ganzen Zeit, die ich spiele. Also seit den Tagen hier, ne?
3045 Tagen. Ja, den Alle-Helfen-Button hast du jetzt auch. Gut, dann stelle ich jetzt noch die Mühle auf. Such mir noch einen guten Platz für die Mühle und stell die da noch auf. Und würde dann Feierabend machen. Auch weil meine Stimme und mit dem Schleim und dem Husten, das ist noch nicht so ganz gut. Das ist schon noch anstrengend zu reden. Leider. Ich hoffe, es wird zunehmend besser und ist dann bald weg. Ansonsten hatte ich überlegt, ob ich am Freitag vielleicht nochmal einen Jagged Alliance Stream mache. Jagged Alliance wäre ja dann auch nicht ganz so redeintensiv, weil da ja auch ein bisschen mehr Interaktion im Spiel selber stattfindet, was das Reden betrifft. Oh, Topstar. Magst du dich nochmal als mein Ziel für Forge-Punkte zur Verfügung stellen? Ich hoffe. Ich hoffe, Topstar. Das würdest du sehr fühlen. Ja, also ich habe so viel Überstunden gemacht, die Tage jetzt. Und ich würde eigentlich gerne Freitagmittag aufhören. Ich weiß nur nicht, ob ich am Freitag das schaffe oder ob am Freitag auch wieder so viel zu tun ist. Genau, um da ein bisschen was von abzubummeln. Genau, und dann würde ich halt gerne Freitagmittags, aber ich weiß halt nicht, ob das für dich passt, Thürerweil. Aber ja. Okay, so, dann. Auch am Mittag, okay. Gut, dann, das hört sich gut an. Dann hätte ich ja zumindest schon mal dich mittags rum als Zuschauer dabei. Das wäre schon mal gut. Okay. Gut, so, wo kriegen wir jetzt die Mühle am besten unter? Die Enzian-Windmühle. Also hier wäre schon das Beste. Nur das mit den Schmieden gefällt mir da nicht. Ich kann natürlich eine Schmiede hier rübernehmen und stattdessen das da hinlegen. Dann ist es ein bisschen besser. Und auch die zweite wegen der Schickheit kann ich auch noch so machen. Und dann schaue ich mal nach Schildwachten, die ich da noch aufstelle. So, und dann aufleveln. Also Mühlen kann ich fast zwei bauen. So, Stufe 8. Ja gut, fast 2 ist ein bisschen übertrieben, ne? Ich könnte natürlich auch die Mühle mit Feldern, mit 2 Feldern bauen. Mit einem Feld. Mit einem Feld, dann habe ich die Sache hier auch voll. Dann mache ich so. Und bab ein Feld dran. Zack. Und er ist auch aufgefüllt. Ist zwar jetzt an eine Straße angeschlossen, was ja unnötig ist, und die Mühle ist ja
auch nicht an die kurze Seite angeschlossen, was ja auch Quatsch ist. Aber, ups. Ach so, weil das, ja, das ist nicht so schlimm. Könntest du halt auch hier hinbauen, ne? Und dann könnte ich jetzt noch das zweite Feld dahin bauen, aber... Dann lieber kompakter und hier unten erstmal ein bisschen offene Baufläche. Und dann schaue ich mal nochmal nach Schildwachten. Da kann ich noch eine weitere aufstellen. Da ist ja noch einmal Platz und upgraden könnte ich die auch nochmal. Und ich glaube, wenn ich... Hier ist noch eine Stufe 2 Schildwacht drin. Kriege ich auch nochmal 200 Forge-Punkte. Und Windmühlen-Auswahl-Kits. Da würde ich ja noch mehr... Würde ich ja noch mehr Felder bauen können. Aber wohin dann mit meinen 200 Forge-Punkten? Dann die Frage. Ich mache das ein anderes Mal, wenn gerade in der Förderkette was drin ist, wo ich dann die Forge-Punkte investieren kann. Genau. Das ist ein Plan. Muss ich nur mal dran denken. Und dann kann ich hier die Schildwacht noch hinstellen und dann könnte ich hier vielleicht noch ein paar Felder dran machen und stelle mir dann die einfach hier hin. Das passt doch auch. Genau, ist ja eh nur begrenzte Zeit, wie ich das jetzt hier hinstellen will. Und irgendwann wird das alles wieder abgerissen. Genau. Um mehr Platz für Wunschbund zu haben. Gut. Ja, sammle eine Münze. Genau, Aldrin. Also, zu diesem Paket gehören diese 4 Ereignisse. Also jetzt sind es anscheinend 4. Die bekommst du immer um 0 Uhr. Dann hast du diesen neuen Tavernenboost. Der ist halt nicht besonders stark. Na doch. Eigentlich bringt er dir doch was, ne? Mit mehr Angriffskraft. Ist ja nicht schlecht. Warum nicht? Ein neuer Tavernenboost. Dann, hast du den Alles helfen, die Alles helfen Knöpfe. Und diese eine neue Quest. Mit dem eine Münze sammeln. Genau. Und auf dem Handy, wenn man diese gewisse Anzahl an Geld nicht investiert hat, muss man dann eben das Ganze für Videos schauen oder mit Videos schauen freischalten. Genau, das sind die 4 Sachen, wo diese Ads oder die Werbung eingebaut ist. Aber gut, damit wäre meine erste Welt umgebaut. Und ich habe alle Heckenlabyrinthe unterbekommen. Ich habe den neuen Wunschbrunnen gestellt. Ich habe die blaue Galaxie aufgestellt. Und zusätzlich noch einige oder 2 neue Eventgebäude aufgestellt. Wobei auch noch eine Bühne der Zeitalter, die jetzt ja quasi auch für meine Güterproduktion sorgen müssen, da ich ja alle Gütergebäude abgerissen habe. Andererseits sorgen die ja hier auch für Güter, ne? Das wird schon. Also, Ziel Nummer 1 erreicht. Eine Stadt ist umgebaut. Auch die anderen Städte würde ich gerne umbauen. Vielleicht mache ich das bei den nächsten Malen. Zumindest, wenn es
keine sonstigen Sachen gibt, die man, über die man so reden kann. Ich meine, heute gab es ja Sachen, über die ich geredet habe, also diese beiden Ankündigungen, die mit den Ads und die mit den Gildengefechten, was da gerade in Planung ist. Vielleicht nochmal kurz für dich, Aldrin. Auf der Beta-Server wird jetzt eine Änderung geplant oder eine Änderung ausprobiert bei den Gildengefechten, und die sieht folgendermaßen aus, dass es nur noch maximal 66,6% Zermürbungsreduktion gibt bei 4 Belagerungslagern oder 3 Belagerungslagern plus 2 Wachtürmen. Und das ist das Maximum, das ist der Deckel. Also mehr Reduktion kann man nicht mehr haben auf einem Sektor. Und die Effizienz eines Belagerungslagers wird auch abgeschwächt. Das erste gibt immer noch 24%, das zweite dann aber nur noch 42% und das dritte nur noch 56%. Das heißt, da gehen, je mehr Lager man baut, je weniger Prozente dann ein. Naja, Aldrin ist zwar Gigela, aber Aldrin hat vielleicht nicht die Ankündigung auf dem Beta-Server gelesen und am Tage vielleicht auch keine Zeit gehabt, im FOE-Olymp rumzuschauen. Ja, gut, dass du deine Millionen Punkte schon hast, deine Milliarde. Ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich hab's ja noch nicht. Du hast mich ja überholt, Aldrin. Ja, also es wird auf jeden Fall ein bisschen härter, die Gigi. Aber das war jetzt auch alles, was ich quasi an Neuigkeiten heute erzählt habe. Und ansonsten habe ich ein bisschen selbst in der Gigi gekämpft und die erste Stadt umgebaut. Aber wie gesagt, auch in anderen... Jetzt habe ich hier die falsche Produktion angemacht. Ungünstig. Nee, das ist richtig. Ja gut, dann ist es eben so. Nee, ich habe sie gefunden. Aber selbst wenn, wäre es nicht so schlimm gewesen. Also hier, auch hier will ich umbauen. Ich will mehr Platz schaffen für Wunschbrunnen oder Jungbrunnen. Auf der Gex-Welt. Ich brauche gar nicht so ganz so viel Kampfkraft, wie ich jetzt hier aufgestellt habe. Ansonsten will ich es insofern... Oh, Tyrawal. Tyrawal, danke dir für 142 Bits. Nochmal 100 oben draufgelegt. Vielen Dank dir. Genau, also ich brauche gar nicht so viel Kampfkraft, wie ich hier habe. Und manche Kampfkraftgebäude, die ich hier zu stehen habe, sind schon relativ veraltet. Und da könnte ich bessere aufstellen. Ja, also das müsste hier mal getan werden. Also auch die Kampfkraftgebäude, sowas wie die Feuerpagode, die habe ich halt in der Zeit aufgestellt, wo ich zum Beispiel auch noch lange nicht so weit war mit meiner arktischen Orangerie oder... meinem Aachener Dom und Terrakotta-Armee vielleicht noch gar nicht aufgebaut hatte und sowas. Also das ist alles aus einer Zeit, wo ich das noch nötig hatte. Und jetzt kann ich eher ein bisschen Rückbau machen, was die Kampfkraft angeht. Ja, und auf der Classic-Welt müsste ich auch mal wieder umbauen. Da müsste ich mal schauen, dass ich vielleicht im Zeitalter aufsteige und dann auch da wieder schaue, dass ich das Ganze vielleicht ein bisschen besser einrichte. Aber das ist eher kompliziert. Also da muss ich schon noch umplanen und aufsteigen auch. Und es bietet sich halt an, das gegen Ende eines Events eigentlich zu machen. So. Wo lasse ich denn jetzt hier rein investieren? Oder investiere ich nur noch selber? Na egal, mache ich mir andermal Gedanken drüber. Also hier ist es nicht ganz so dringend.
Und wieder ist die Maus abgekoppelt, kurz gewesen. Ja, die Maus, die spinnt halt immer mehr. Leider. Und ja, Walstrand. Walstrand. Das baue ich eh um. Das ist okay so. Da geht es ja um Schönheit. Aber auf der Beta, genau, die Beta-Welt war noch offen. Auch die muss ich noch umbauen. Da habe ich auch jede Menge neue, bessere Gebäude. Also, umbauen kann ich jetzt immer mal einschieben. Im Grunde. Falls ich sonst nichts zu erzählen habe. Kurzes Huhu-Mo. Ja, auch kurz, weil ich jetzt nämlich Schluss machen wollte. Aber schön, dass du noch kurz reingeschaut hast, Mo. Warum bei dir nur kurz? Musst du gleich ins Bett? Also. Dein Alka auf W sucht eine 1,9er Förderung, aber gut. Ich, ja, ganz schön hoch. Ich gebe halt nur aus, wenn ich's habe. Und das ist halt in dem Moment, wenn ich die Tagesernte einsammle. Und da kriege ich dann halt so ein bisschen mehr an. Ach so, doch, ich muss hier noch ein bisschen umbauen. Ich kann die restlichen Domizile rausnehmen. Weil ich habe genug Einwohner. Aber das war es dann auch schon fast. Weil die Produktionsstätten brauche ich halt. Aber gut. So viel ist da nicht zu tun im Moment. Urlaub vorbei. Aber du hattest doch nur kurz Urlaub, oder? Ja, auf wie? Ordon hat noch was offen. Falls ihr in der Freak-Förderung seid. Gut. Okay. Dann würde ich jetzt an der Stelle Feierabend machen. Ist ja jetzt eh fast halb. Und ich schaue mal eben, wer denn noch so twitcht. Außer mir. Vielleicht habt ihr schon wen im Auge, wo ich hinraiden kann. Ich sehe jetzt spontan erstmal keinen. Ich könnte. Ich bin mir nicht sicher, wann mal wer zu Divine Gaming geradet hat. Der spielt gerade Grand Theft Auto 5. Ich glaube, das war mal nach einem Stream von P. Aber ich bin mir nicht sicher. Zu ihm könnte ich raiden. Weil der ist gerade online. Wenn ihr also keinen Vorschlag habt, dann würde ich rüber raiden zu Divine Gaming. Der eben gerade, wie gesagt, Grand Theft Auto spielt. Ich schau mal eben noch. Ob nicht vielleicht jemand Forge of Empires streamt. Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber man kann ja nie wissen. Also außer mir. Nee, da bin nur ich am Start. Ja, und Jagged Alliance 2. Nee, auch niemand. Okay, jetzt kommt hier Werbung mit rein. Okay. Gut. Dann schaue ich nochmal. Habt ihr was vorgeschlagen? Habt ihr nicht? Okay, dann geht's rüber zu Divine Gaming. Dann könnt ihr gerne nochmal Hallo sagen und liebe Grüße dalassen von mir bei Divine Gaming.
Und, nee, die Live Gaming, nicht die Wein Gaming, habe ich falsch gelesen. Die Live Gaming 94. Ich sag auch nochmal Hallo. Und werde mich dann aber auch selbst ins Bett verabschieden. Nehmt eure Kanalpunkte noch mit. Und dann nochmal vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für das Abo an Tyrawall und die insgesamt, glaube ich, jetzt muss ich rechnen, 184 Bits. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und ja, ich sag mal bis spätestens Mittwoch nächste Woche bei mir auf dem Kanal und sonst schreiben wir uns bestimmt bald wieder. Ciao, gute Nacht.